Hallo und herzlich willkommen hier zur ersten Folge hier über Kettle und Kotz. Jo, ich habe mich kurz verfahren und kurz mal drehen. Mal einen Blick nach hinten werfen, kommt nichts. Gut, dann ziehen wir rum und fahren zum Feld. Haben wir eine Innensicht. Mal sehen, ein bisschen besser. Oder doch nicht mehr fahren. Wir müssen noch ein Stückchen fahren, dann geht rein links hoch. Ja. Jo. Ich habe gestern aufgehört mit der Aufnahme und heute neu gestartet, die Aufnahmesession. Und habe ich den kleinen Detail schon vergessen gehabt. Ja, gut. Wenn ich so richtig erinnere, zwei Bahnen wollte ich noch düngen. Von 4 und 3 von den beiden Feldern. Zwei vorletzten und dann einen kleinen Rest noch. Bevor ich zurückfahre zum Hof, den Traktor abstelle und dann noch ein Nickerchen mache, ne? Sehen wir nicht viel, ne? Das ist. Mal ganz kurz gucken. Mal ganz kurz das andere deaktivieren, das GPS-System. Damit ich sehen kann, wo es hingeht. Das ist die. Oh. Noch ein weiter, denke ich mal. Ich habe ja hier schon etliche beim Düngen was verkehrt gemacht. Prinzip man irgendwo zu wenig und das ist. Sieht man im Feld sofort. Lenkung aktivieren. Und. Na, ich werde mal selber fahren, mit Gas gehen und dann mal kurz Düngen aktivieren, ne? Dann fahren wir einmal hoch, wir werden mal Düngen jetzt nicht ausschalten, weil das ist so kurzfristig, da ist man am Rand immer zu wenig und das ist immer vom Wachstum immer ungünstig. Besser man wächst da, also das kann sein, ich schon mal gedüngt habe. Wäre nicht so ideal, nicht so prickelnd. Aber gut. Ich habe ja eh nicht so viel gemacht, von daher könnte das die Gefahr nicht so groß sein. Aber hier müssen wir ausschalten. Ja, die automatische Lenkung wird immer die alte Bahn zurück. Und wir wollen ja hier weitermachen. Ja, das hat passt doch eh. Ich denke mal, hat gepasst. Und wenn nicht, haben wir Pech gehabt. Dann haben wir eine Bahn halt zu viel gemacht. Nicht ganz so tragisch, weil Dünger wird eh nicht genug gewesen sein. Von daher war ein bisschen zu schnell dafür. Dann wird das untere Stück Feld mit genug Dünger kriegen. Ja, das ist genug. Müssen wir nur den oberen Teilen auch die Ecke machen. Ne? Da hat ja ganz schön viel in der Ecke gefehlt. Wenn man so einige Wachstumsstufen ja. Können wir hier auch zurückfahren, ne? Ohne Lenkung. Jetzt muss ich nur links rüber. Mal Lenkung machen wir aus. Und dann werde ich mal hier vorne manuell fahren. Ungefähr abschätzen, dass wir hier nicht zu viel im grünen Bereich reingehen, ne? Ja, hier geht es bergauf, das merkt man schon, ne? Ja, jetzt haben wir Ende März. Mal schauen, dass wir jetzt den April überschlafen, dass wir im Mai nochmal düngen, ne? Im Mai. Und dann nachher im Juni nachher mal schauen, dass wir dann im Juni die Ernte machen können, ne? Gut. Das machen wir ganz kurz. Wieder ausschalten hier. Geht zum Hof.
Ja, Montag und für einen schönen Wochenstart. Musste kurz überlegen. Ist mir schwierig mit dem Rhythmus, aber ich versuche jetzt so viele Folgen zu machen, dass ich jetzt sagen kann, ich kann ab übernächste Woche immer am Montag starten. Ne? Versuche jedenfalls. Ob das klappt, wird sich zeigen. Ne? So, den Traktor werden wir gleich einparken in unser kleinen ja, Carport, ne? Was da ist da, ne? Ist ja, naja, Carport ist es auch nicht. Das ist ja überwiegend zu, ne? Aber fast Carport, kann man sagen, ne? Er hat ja oben ein bisschen Luft, er kann sich bewegen. Für Fahrzeuge ist allgemein besser, wenn die nicht unbedingt, wenn sie noch nass sind, geschlossenen Räumen sind, ne? Wegen der Feuchtigkeit und Rost. Wenn sich Luft bewegt, kann abtrocknen, ne? Ja genau, hast recht, Katze. So, dann gehen wir kurz rein. Dann werden wir 4 Wochen schlafen, also ungefähr 28 Tage, schätze ich mal ganz raus. Ne, da kommen wir nicht rein. Die Tür ist nur für Gäste. Hier ist für Personal. So, nehmen wir mal gleich. Ja, hier fehlt Bad, ne? Ne, das ist zu viel. Gut, 200 Tage, 19 ist ungünstig. Das schafft, das packt. Praktisch. Bis 1.5. Achso, ja, im Mai, okay. Ja. Wir haben jetzt März, ne? Das ist besser, wie wären das, ja, Regen ist gut. Unsere Frucht braucht ein bisschen Wasser, das ist immer richtig. Trockenheit ist dann nicht ideal. Na, hat's aufgehört? Hoffen wir. Scheint so. Es sieht trocken aus, das ist gut. Die Bäume sind grün. Die Birken auch, ja. Wie heißt so schön, im Mai schlagen die Bäume aus. Dann darfst du nicht im Wald gehen. Gut, der Rasen wächst ja auch schön. Da auch überall. Und dann geht's zum Feld, den Rest Dünger verarbeiten, ne? Ja. So, die Katze können wir nicht sehen. Doch da. Also ich will die nicht mit Haufen fahren, ne? Ich meine, das wird... Oh. Das wird nicht passieren, das ist nicht vorgesehen. Aber... Das wollen wir ja nicht tun, ne? Dankeschön, Mäuse. Im Stall sind garantiert welche, oder eine Scheune. So, wir fahren jetzt zum Feld. Lass mal die Katze zurück. Ja, endlich ist alles grün, ne? Mal sehen, wie unser Feld aussieht. Mai. 1. Mai, ne? Ja, heute gehen wir demonstrieren. Oh, wir fahren Autos. Wo wollen die jetzt so hin? Die Zeit. Links scheint frei zu sein. Rechts auch. Wir haben noch drin 2000. Das wird nicht ganz reichen. Das wird nicht ganz reichen. Ich sag mal so, ich bin reif für den Urlaub. Aber das wird nichts. So, da sind wir. Das sieht schon mal nicht schlecht aus, ne? Vom Weiten. Ist ja fast reif. Oh mein, meine Fresse, ist das schon weit gewachsen.
sieht ja schon mächtig. Ja, das wächst doch gar nicht mehr, ne? Ich denke mal, da sparen wir das Düngen ein, da bringt ja nichts. Wenn wir da jetzt noch Dünger aufbringen, die Grünen stoppeln sicherlich schon, aber das andere ist ja alles schon durchgereift, ne? Mehr oder weniger. Wenn wir noch 14 Tage schlafen können, mit dem Mai ernten. Ist rein optisch gesehen, also rein zeitlich gesehen, noch ein bisschen früh. Wahrscheinlich ist hier das mit dem Wachstum über den Winter haut es nicht so richtig hin. Dass es da nicht ruht, kann man sagen. Ne? Denn das wäre normalerweise logisch, ne? Wenn das ruhen würde. Ne? Da wäre es ja dann erntereif Juni, Ende Juni kann man sagen, ne? Wenn es die Witterung optimal ist. Ne? Aber das kann sein, dass es hier noch nicht richtig funktioniert. Ja, wir haben noch grüne Stellen dabei. Das ist bedingt dadurch, dass da entsprechend immer Dünger gefehlt hat. Ne? Aber jetzt haben wir ja Mai. Ich werde weitere 4 Wochen schlafen. Das ist all nix. Fallen die Hunde. Wir fahren zurück zum Hof. Den Dünger können wir uns ersparen. Da wo es mittlerweile schon trocken ist, da wächst es eh nicht mehr. Das wird eher ja, Wachstum beendet, kann man sagen. Und die restlichen grünen Dinge, ja gut. Deswegen fahren wir jetzt auch nicht mehr rein. Ich fahre zurück. Bis wir nach vorne gehen. Bis wir so schauen können, ne? Lenkrad. Ja, zurückfahren und schlafen, ne? Ist ja halt so. Und dann immer sehen, dass wir einen Drescher uns ausleihen. Ohne Schneidwerkswagen. Wir werden einfach über den Rand rüber fahren. Ist ja mehr oder weniger am Feld der Händler. Da werde ich als erstes mal den Traktor umtauschen, also den stellen wir weg. Und wir werden uns den anderen schnappen und den Anhänger anhängen, ne? Damit wir nachher bei der Ernte voll loslegen können. Dann fahren wir erst zum Feld und dann werden wir den Drescher ausleihen. Dann können wir richtig Geld verdienen dieses Jahr, ne? 2 Felder mehr. Hoffen, dass das was bringt. Schauen wir gleich mal rein in die Preise, gucken, wo ich Preise finde. Gibt garantiert irgendwo. Und dann muss ich wieder tellern, ne? Vorarbeiten, kann man sagen. Das sind dann lange Folgen mit Tellern. Aber mal schauen, das ist noch nicht so weit. Erstmal kommt die Ernte. So, der ist noch gut getankt, glaube ich, hoffe ich jedenfalls. Guck mal kurz rein. Der Tank ist noch viertel voll. Das ist wichtig, falls wir kein Geld mehr haben wegen Sprit. Ja, Mietze, was los? Hund sehe ich gar nicht, wo ist der wieder hin? Ich habe ein Fahrrad. Hier gehen Türen nicht auf, ne? Ne. Durch können wir auch nicht. Ja. Ja, Anhänger anhängen, ne? So, mal gucken mal. Tank ist 86 Liter. Ne. Das ist der größere Truck. Der hat ein paar PS mehr. Ups. Da ist er rund.
Ah, wahrscheinlich. Ich riskiere mal einen Sprit. Er wird reichen. Zur Not nur mal einen anderen Traktor nehmen. Das fahre nicht ganz so schnell, weil die PS-Zahl fehlt. Guck mal, die Tür ist, ne? Eins, zwei. Kann man sehen mit der Schläuchen und Kabelei, ne? Oh, das war so schnell. Das ist eine Gruppe. Die Tellermaschine hier. Dann mit zu viel Gas. Muss man das Gaspedal nehmen und Lenkung. Die Lenkung ein bisschen besser zu steuern wie das Tastatur. Und genau mit Gas und Bremse kann man Lenkrad auf oder mit Pedale besser steuern. Hat man mehr Gefühl drin. Bremse. Jetzt kann man mal gucken. Ja. Die Kabelei und Schläuche sind dran. So. Das war vom Update nicht der Fall. Da hingen die in die Luft. Ja, gut. Schön. Ja. Gut. Stell mal ab. Und wird mich so Bett legen. So, schau, das soll es auch schon für heute gewesen sein. Dann sag mal tschüss, ciao, ciao. Ja, in 4 Wochen beginnen wir die Ernte. Juni. Und hoffen wir gut Geld verdienen, ne? Hoffen das Wetter passt. Und wohl Feuchtigkeit, glaube ich, nicht entscheidend ist. So, tschüss, ciao, ciao. Und mal ein dickes Dankeschön fürs Reinschauen. Fleißig liken und hier und da mal Kommentare eingeben, ne? Also die. Das kann man nutzen, muss man nicht. Ne? Nochmal tschüss und ich denke, bis zum nächsten Mal. Wenn ihr Lust und Laune habt, ich bin da. Tschüss.